Der FM4 Ombudsmann beantwortet dir deine Fragen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, die Gina schreibt: Lieber Ombudsmann, immer wollen alle, dass du ihnen hilfst und niemand denkt an dich. Ich schon. Also sag, wie geht's dir? Was beschäftigt dich eigentlich so? Liebe Grüße. Gina, also, na, sowas, also da hat mich in der Arbeit jetzt wirklich schon lang niemand mehr gefragt. Das ist sehr lieb von dir. Danke. Also, wie geht's mir? Na, lass mich kurz nachdenken. Mir geht's eigentlich ganz gut. Die Hüfte meldet sich in letzter Zeit kaum noch und das Knie macht scheinbar auch keine Beschwerden mehr. Aber hoppla, jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich, au weh, es tut schon wieder weh. Oje, naja, jetzt fällt mir auch auf, da hinten im Knack zwickt es auch irgendwie. Vielleicht melde ich mich wieder mal beim Dr. Janssen. Obwohl, ob der noch ordiniert, der muss ja auch schon seit ein paar Jahren. Naja, sei es drum. Was mich so beschäftigt, fragst du, also jetzt fällt mir ein, meine Ilse hat unlängst gemeint, wir sollten endlich wieder mal gemeinsam essen gehen, weil es ist gerade Spargelsaison. Was haben wir jetzt? Wie die Zeit rennt. Also, ein Zwetschgenknödel ist auch was Feines. Und da sehe ich es gerade am Kalender. Heute ist Welternährungstag. Das passt ganz gut dazu jetzt. Und das beschäftigt mich natürlich sehr, weil der Welternährungstag, der erinnert uns daran, dass immer noch Millionen Menschen hungern müssen, was durchaus vermeidbar wäre und was auch dringend vermieden werden sollte, weil angemessene Ernährung ist nicht nur ein profitabler Industriezweig und ein Smalltalk-Thema für Partys, sondern auch ein Menschenrecht, das ist im UN-Sozialpakt so geregelt. Und eins sage ich gleich, ein tägliches Brotlaberl mit industriell gefertigtem Pressfleisch, also das gilt sicher nicht als angemessen, nur falls wer fragen sollte. Danke der Nachfrage jedenfalls und Servus. Der FM4 Ombudsmann. Und alles ist wieder gut.